Hallo, liebe Zuschauer, hier ist Manny Beugmann und ich begrüße Sie heute aus der Imtech Arena. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt. Da laufen sie auf den Platz, die Hamburger vom Hamburger Sportverein. Die hatten ihre ganz große Zeit in den 80ern. Ja, man kann sich sicher sein, dass Fans, Spieler und Verantwortliche gleichermaßen die Hoffnung haben, irgendwann mal wieder die sportlichen Erfolge von damals wiederholen zu können. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Lasogga. Ja, da lässt er den Gegner ins leere Grätsch. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er. Toll, wie er das macht. Und. Alex Meyer. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt müsste er über links gehen. Inouye. Ball im Seitenaus, Einwurf. Inouye. Chandler. Očipka. Ocholek. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Tolle Flanke. Nikolai Müller. Lasogga. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Der HSV ist einer der größten Clubs der Bundesliga und sogar der viertgrößte Sportverein Deutschlands. Und der HSV, man mag das kaum glauben, liegt hinter dem großen Rivalen Werder Bremen auf Platz 3 der ewigen Tabelle der Bundesliga. Jetzt ist der Punkt. Jetzt haben sie es. Das Tor. Wie sagten wir früher im Radio,
Was für ein herrlicher Treffer. Ja, aber schau dir das nochmal an, wie schnell der da unten am Pfosten einschlägt. Super. Ja, wenn man da nochmal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Naja, ein müder Kick, aber zumindest haben sie das Tor getroffen. Ja, und da zahlt sich dann eben aus, wenn du immer dran bleibst. Irgendwann wirst du doch belohnt. Pass nach draußen auf den Flügel. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Hasebe. Iniowski. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Chandler. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Marco Rus. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Hasebe. Juru. Iniowski. Alex Meyer. Chandler. Die Flanke kommt gut. Nicht etwas gut. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Also nach dem Ende der ersten Halbzeit, trotz dieser Knappführung, ich traue mich überhaupt nicht zu sagen, wie es am Ende aussieht. Hätte ich nicht besser sagen können, Manni, dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Aslan. Der Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Kein Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne an. Stieber. Und Heiko Westermann. Berami. Stieber. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Rudnevs. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Hasebe. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Einwurf jetzt. Für diesen Spieler endet damit der Arbeitstag und ich glaube, der Trainer hat ihm mit dieser Auswechslung eher noch einen Gefallen getan, oder Buschi? Ganz sicher, das war ein Satz mit X, das war überhaupt nichts, aber im nächsten Spiel kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Alex Meyer. Ochipka. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Dickmeier. Ja, es gibt Einwurf. Ja, da hat der Trainer entschieden, ihn vom Feld zu nehmen. Und der Applaus vom Publikum, der fällt auch ziemlich suboptimal aus. Oh ja, diesen Auftritt möchte er ganz sicher ganz schnell abhaken. Es wird jetzt darum gehen, sich wieder zu konzentrieren und beim nächsten Mal einen anderen Auftritt hinzulegen. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Was macht er jetzt damit? Rudnevs. Achtung, setzt! Und was für ein Tor! Da ist es, das berühmte Joker-Tor, kurz nach der Einwechslung. Und das kann er, Raphael van der Vaart. Das ist ein exzellenter Techniker, ein Riesenfußballer. Das hier ist der Beweis, locker flockig durch die Verteidigung. Iniowski. Van der Vaart. Jiracek. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Dickmeier. Jiracek. Eigentlich ein gut vorgetragener Spielzug, aber dann auch gleich der Ballverlust. Martin Lanić. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Martin Lanić. Ochipka. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Van der Vaart. Jiracek. Van der Vaart. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Van der Vaart. Berani. Super, er könnte passen. Jetzt kann es nicht heißen, defensiver werden, sondern die Führung ausbauen. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Martin Lanić.
Meier. Ein perfektes Endresultat. 2:0 ist es ausgegangen. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.